Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich freue mich, Ihnen mitteilen zu können, dass die Konferenz der Präsidenten soeben den diesjährigen Sacharow-Preis an Nadia Murad und Lamia Agyi-Bashar verliehen hat. Nadia Murad und Lamia Agyi-Bashar teilen eine schmerzliche und tragische Geschichte. Beide mussten die Grausamkeiten des sogenannten Islamischen Staates bezeugen. Beide mussten mit ansehen, wie ihre engsten Familienmitglieder vor ihren Augen getötet wurden, und beide wurden als Sexsklavinnen ausgenutzt und erniedrigt.